Hallo, schönen guten Abend und herzlich willkommen zu RBB 24 am Montagabend. Rücksicht war gestern. Blinker links, Lichthupe und dicht auffahren. Wie ist Ihr Fahrstil? Die meisten von uns halten sich für gute Autofahrer. Interessant, dass die deutschen Versicherer das etwas anders sehen. Rücksichtsloser und aggressiver sind wir laut einer neuen Studie unterwegs. Abreagieren am Steuer, blöde Idee und trotzdem auf der Überholspur. Warum hat das so lange gedauert? 34 Stunden. Wie konnte ein Mann so viele Waffen, Kriegsgerät ansammeln? Warum hat da keiner früher eingegriffen? Viele Fragen kommen auf nach dem SEK-Einsatz im havelländischen Fieritz. Hier hatte sich ein Mann am Wochenende verschanzt. Seine Frau und das Kind konnten entkommen. Das ganze Dorf hat kein anderes Thema und auch viele Fragen. Carsten Krippel war heute noch mal da. Und wir haben weitere Nachrichten aus Berlin und Brandenburg für Sie kurz zusammengefasst. Keiner weiß, wie es den mindestens 203 Geiseln geht, verschleppten Kindern, Frauen, Männern. Lebenszeichen der Gefangenen der islamistischen Terrororganisation Hamas gibt es nicht seit Wochen. Ein Bangen und Grauen. Beten, auch in der Gemeinschaft der Gemeinde, auch heute Abend in der Shukat Shalom-Gemeinde in Charlottenburg. Vanessa Materla war am Abend für uns dort. Spannend. Dankeschön, ja. Andreas. Wenn man sein Fahrrad an der S- oder Regionalbahn abstellte, hat man ja eher die Sorge, dass es geklaut wird. In Bernau, da ist das anders. Hier fasst das Fahrrad keiner an, weil es von Tauben vollgeschissen wurde. Entschuldigen Sie bitte, aber es ist so. Hier war schon ein Falke im Einsatz. Keine Ahnung, wie es dem geht. Alfred Hitchcock lässt grüßen, die Machtübernahme der Tauben, die läuft gut. Das Fahrradparkhaus wurde von den Vögeln quasi besetzt. Und weil sie so hartnäckig sind, hat man da auch noch ein bisschen für sie umgebaut. Naja, hier flattert uns doch das Wetter ins Haus. In der Nacht recht kräftiger Regen, dann lässt das nach, die Tiefstwerte so 8 bis 5 Grad und am Morgen böiger Wind. Morgen dann am Dienstag tagsüber wechselnd bewölkt, gebietsweise Regen oder Schauer, etwas milder bei 12 bis 14 Grad und es bleibt weiter böig. Auch Mittwoch und Donnerstag wolkenreich und wechselhaft mit wenig Sonne, etwas Regen. Am Freitag gibt es neben Wolke dann doch ab und zu mal Sonne und nur vereinzelt Schauer. Aber es wird kühler. Irgendwas ist immer. So, jetzt gibt es hier den Tatort aus Österreich mit der Folge Glück allein. Es ermitteln Harald Krasnitzer und Adele Neuhauser im Umfeld eines Spitzenpolitikers. Wünschen Ihnen viel Spaß, einen schönen Abend und bis morgen. Ciao.